Hallo liebe Zuschauer, es ist Montag, wir von der Höffi Show sind am Start und wir werden uns heute in den Küchenbereich begeben. Einige von Ihnen kennen mich vielleicht schon und Sie wissen, mit Backen habe ich es nicht so wirklich, kochen kann ich eigentlich ganz gut, aber nichtsdestotrotz, manchmal wünscht man sich eine richtig tolle Hilfe in der Küche und ich rede jetzt nicht von Ihrem Ehemann, der vielleicht ab und zu mal den Geschirrspüler ausräumt, sondern ich rede von jemandem, der richtig ja, Power hat, der Mumm hat und sowas haben wir heute da. Und der hat nicht nur Mumm, sondern der heißt auch Mumm und ich lehne mich hier gerade schon drauf, das ist nämlich Bosch Mumm, unsere Küchenmaschine und die stellen wir Ihnen heute vor und mit mir zusammen in der Küche ist heute die Susanne. Hi Susanne, grüß dich. Hallo Claudia. Schön, dass du da bist. Schnuckeliges Teil ist das, ne? Ja. Die heißt Mumm X30. Und wir verraten Ihnen jetzt erst einmal den Preis, denn der ist wirklich ein Knaller. 299. 299 Euro für eine Küchenmaschine, die nicht widerspricht. So, und jetzt erzähl uns mal ein kleines bisschen was. Was kann die alles? Was gibt es für Besonderheiten? Was ist das für eine tolle Küchenhilfe? Also es ist eine sehr leistungsstarke, hat sehr viel Power mit 1600 Watt. Mhm. Vergleichbare Geräte haben so 300, 500 Watt. Hat ein Vollmetallgehäuse. Mhm. Steht dann dadurch sehr stabil. Das heißt, wenn er so richtig Gas gibt, wackelt er genau, auch nicht hin und her. Genau, dann bleibt er stehen. Okay. Zusätzlich hat er unten natürlich noch Gummifüße, die auch noch mal zusätzlich Stabilität reinbringen. Mhm. Man kann eben sehr viel machen. Wir haben hier schon alles aufgebaut. Ja. Man kann halt Rührteige mit diesem Kneteig. Damit hier wahrscheinlich auch so ein Schlagsahne oder Eischnee. Ein richtig schöner Schlagbesen. Okay. Genau. Und vorne haben wir die ganzen Reibscheiben zu liegen. Da kann man eben auch verschiedene Salate mitmachen oder also Gurkensalat oder Möhrensalat oder was auch immer. Oder dann halt vorbereiten für Gemüse, ja. Beilage, sowas kann man alles mitmachen. Also hilft er mir nicht nur beim Backen, sondern auch beim Kochen, beim Schnippeln, genau, beim Zusammenrühren, genau, beim Schneiden, bei was auch immer. Fasse ich ganz kurz erstmal am Anfang zusammen. 299 Euro Bosch Mumm mit welcher Typenbezeichnung? X30. X30, das kann ich mir eigentlich auch merken. So, ganz viele Sachen gibt es dazu. Und jetzt gibt es ja eine tolle Sache bei der Höffi Show, die ich liebe. Denn wenn wir etwas probieren, heißt das auch, ich kann kosten. Hm. Und deswegen probieren wir auch heute Bosch Mumm etwas genauer aus und werden ein bisschen was zaubern. Susanne, was können wir denn machen? Worauf hast du Lust? Also ich hatte mir gedacht, wir machen einen Kuchen. Ja. Was hältst du vom Kirschkuchen? Fantastische Idee. Wir machen Kirschkuchen. Sie können leider nicht kosten und auch leider nicht riechen, aber ich hoffe, Sie sehen gleich, wie toll das Produkt aussieht. Okay, Susanne, was passiert jetzt? Die Hefe muss jetzt erstmal 15 Minuten gehen. Mhm. Was machen wir so lange? Was machen wir? Wir schauen uns jetzt ein kleines Produktvideo über diese großartige Maschine an und sehen auch noch mal so ein bisschen, wie sie funktioniert. Viel Spaß dabei! Zeit, wo Sie sich das Video anschauen konnten, waren wir ein bisschen fleißig. Wir haben nämlich unseren Teig verfeinert. Die Hefe hatte etwas Zeit zu gehen. Wir haben geschmolzene Butter in Milch reingegeben, etwas Zucker, etwas Milch und Vanillezucker und der Teig ist jetzt eigentlich fertig zum Rühren. Genau. So, und das heißt, wir können die Schüssel jetzt in die Maschine einklicken. Dann brauchen wir die Arretierung. Einmal rein, zack. Und wenn es geknackst hat, dann ist die Schüssel richtig, richtig fest drin. Stabil. Mhm. Ne? So, und jetzt brauchen wir natürlich noch was zum Kneten, richtig? Genau. Mhm. Wir haben hier drei verschiedene. Einmal haben wir einen für den Rührteig. Mhm. Dann haben wir einmal den Schlagbesen für Schlagsahne oder für Eischnee. Mhm. Und das, den wir brauchen, ist der Knethaken. Gut, das ist dann wahrscheinlich für Teig, der ein bisschen fester ist und der ein bisschen mehr Kraft braucht. Für Hefeteig, den wir jetzt auch gemacht haben und für Brotteig, dafür ist es genau. Okay, dann setzen wir den ein. Das geht auch recht einfach. Genau, wird hier oben eingesetzt. Mhm. Und auch wieder ein ganz einfacher Mechanismus und das mag ich ja total gerne, dass man sich nicht so lange damit beschäftigen muss. Aufdrehen, zudrehen, wo kommt der rein? Also gar nicht viel überlegen, sondern einfach reinstecken, bis es klickt und dann ist das Gerät auch wirklich fertig. Mhm. Dann wird das nach unten gesetzt. Okay, das zeigen wir nochmal genauer. Also hier gibt es so eine Taste.
Ganz einfach lässt sich das nach oben machen. Ich drücke drauf, ganz einfach lässt sich das Gerät auch wieder schließen. Aber wir müssen es ganz kurz öffnen, denn wenn er jetzt loslegt, könnte es spritzen, richtig? Richtig. Gut, dann schieben wir den noch ein Stückchen hoch. Genau, dafür haben wir jetzt den Spritzschutz. Der wird dann einfach bloß mit oben drauf gesetzt. Mhm. Und dann fest verschlossen. Ja. Und dann können wir loslegen. Prima. So, dann schalten wir die an. Genau, dann gehen wir erstmal auf 1, damit da ein bisschen erstmal langsam anläuft. Ja. Und dann können wir bei Kneteig auf Stufe 3 arbeiten. Was mir auffällt, er ist jetzt ordentlich am Arbeiten und wir können uns aber trotzdem weiter unterhalten. Genau. Er ist super, super leise. Das heißt, wenn Sie Kinder haben und wollen vielleicht abends noch einen Kuchen machen, die werden definitiv nicht wach. So, wir haben ein klein wenig geschummelt und die Arbeitsschritte für die Streusel etwas für Sie verkürzt. Wenn Sie Lust haben, dieses Rezept nachzubacken, dann werden wir im Höffner Magazin das Rezept zur Verfügung stellen und dann können Sie das zu Hause auch mal probieren. So, Susanne, die Streusel sind auf dem Kuchen. Wir müssen ihn jetzt in den Ofen packen. Für wie lange und auf wie viel Grad? Für circa 40 Minuten bei 200 Grad. Und dann machen wir noch richtig leckere Sahne dazu, denn Sahne gehört einfach zum Kuchen. So, Susanne, unsere tolle Küchenmaschine Bosch Mum X30, so heißt sie genau, für 299 Euro, kann so viele Sachen. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz alles zusammenfassen. Also sie kann kneten, sie kann rühren, sie kann Schlagsahne schlagen, man kann dann Obst und Gemüse reiben, so Salate machen für gesunde Ernährung. Und zusätzlich kann man auch noch nachkaufen für Pizzateig zum Beispiel oder Kartoffelreibe und noch viele andere Sachen. Genau, also Sie können für die ganze Familie kochen und backen, alles mühelos mit dieser tollen Küchenmaschine. Und ich würde mal sagen, wir haben gebacken, wir kosten jetzt auch. Machen wir. Ob das schmeckt. Du nimmst dir dein Tellerchen, ich nehme mir mein Tellerchen und jetzt kleines bisschen Sahne. Heute dürfen wir das. Auch die Streusel sind schön geworden, ne? So knusprig. Lecker. Liebe Zuschauer, wir mampfen jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, denn Montag ist Montag. Ich muss ja noch mal ein bisschen Sahne naschen. Ja, das hat auch so eine tolle Konsistenz, ne? Also echt super, ich bin begeistert. In der nächsten Woche gibt es neue und tolle Produkte zu einem fantastischen Preis. Hier ist mal unsere Küchenmaschine, die Bosch Mum für 299 Euro. Ein wirkliches Allround-Genie. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ich esse erstmal ein bisschen. Der ist wirklich lecker. Haben wir gut gemacht.